Ein Gespenst geht um. Das Gespenst der Corona-2G-Regel. Klingt jetzt vielleicht dramatisch. Wenn es für dich gerade ein Thema ist, dann bleib jetzt dran. Aller guten Dinge sind drei. Denn ich habe am 18. Juni und am 6. August schon jeweils ein Video zum Thema Corona-Impfung, ja oder nein, gemacht. Ich verlinke die nochmal in der Beschreibung unterhalb dieses Videos. Wenn du magst, schau dir es an. Was ist der Hintergrund für dieses Video? Ich möchte, bevor ich beginne, überhaupt etwas zu sagen, nochmal Folgendes klarstellen. Ich gehöre keiner Partei an und bin auch nicht nahestehend irgendeiner politischen Partei, einer gesellschaftlichen Strömung oder Bewegung, einer Ärzteschaft oder einem Pharmakonzern. Ich spreche hier ausschließlich nur für mich ganz allein und möchte meine Gedanken und Eindrücke, was ich mir so im Zusammenhang mit diesem ganzen Thema mache, mit dir teilen. Beginnen möchte ich mit einer kurzen Geschichte. Letzte Woche fand nach vielem Hin und Her, Corona-bedingten Verschieben und so weiter, ein wundervolles Klassentreffen statt. Wir haben unsere ehemalige Schule uns angeschaut und uns dann in einer Gaststätte in fröhlicher, gemütlicher Runde zusammengefunden, haben Erinnerungen ausgetauscht und haben uns darüber unterhalten, was uns in den letzten Jahren, wo wir uns nicht gesehen haben, so bewegt hat. Und auf der Rückfahrt vom Klassentreffen und diesen ganzen News von Corona und 2G-Regel in Hamburg zum Beispiel, ging mir so durch den Kopf, das gibt's nicht. Warum ich selbst nur einmal geimpft bin und nicht zweimal, beschreibe ich ziemlich deutlich in meinem Video vom 18. Juni, weil ich einfach massive Nebenwirkungen mit der Impfung hatte. Das heißt, ich habe mir eine zweite Impfung geschenkt. Demzufolge hätte ich, die ich das Klassentreffen in erster Linie initiiert und organisiert habe, gar nicht daran teilnehmen können, wenn es 2G schon gäbe. Überall, bundesweit und so weiter. Und dann geht mir so durch den Kopf, wenn diese Regelung tatsächlich greift und durchgesetzt wird von der Politik, dann kommt es mir ein bisschen so vor wie im Gedicht Der Erlkönig. Vielleicht erinnerst du dich an deine Schulzeit, Der Erlkönig. Da heißt es so gegen Ende des Gedichts, nachdem der Erlkönig vergeblich versucht hat, mit Engelszungen auf den Jungen in den Armen des Vaters einzureden und ihm alles schön zu malen, sagt er dann: Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt. Was passiert? Der Junge stirbt in den Armen seines Vaters. Das kam mir einfach so in den Kopf. Warum? Ich meine, wenn diese 2G-Regel tatsächlich für uns alle zutreffend werden würde, ich gehe mal davon aus, dass es genug politische Kräfte gibt, die dem entgegenwirken, dann führt es doch zu einer Spaltung der Gesellschaft. Ich habe mir die RKI und vom Statistischen Bundesamt die Zahlen mal angeschaut, wer da jetzt momentan geimpft ist. Das sind reichlich 60% der Deutschen sind doppelt geimpft. Dann gibt es noch die Gruppe der Genesenen und dann gibt es eine nicht so kleine Gruppe von Leuten, die ungeimpft oder nicht vollständig geimpft sind, so wie ich. Und diese Gruppe wäre dann ausgegrenzt. Und das geht sogar hinein, ja, bis in die Familien. Es gäbe Risse in den Familien. Ich brauche mir nur meine eigene Familie anzuschauen. Ja, also ich meine nicht nur meine Kinder und so weiter, sondern
auch meine Ursprungsfamilie und alles, was sich so drumherum rankt. In dieser Familie gibt es einige, die ganz klar die Corona-Impfung befürworten und andere, die aus bestimmten Gründen sich nicht impfen lassen möchten. Ich möchte betonen, ich bin kein genereller Impfgegner. In Zeiten, in denen ich beruflich extrem viel unterwegs war, habe ich mich zum Beispiel regelmäßig der Grippeschutzimpfung unterzogen. Das heißt, ich bin durchaus bereit, mich impfen zu lassen, nur nicht noch einmal mit so einem Impfstoff, der mir derart massive Probleme beschert hat. Die möchte ich nicht nochmal erleben, denn sie waren sehr beängstigend. Also, das möchte ich ausschließen. Dann kommen wir zu dem nächsten. Wenn Ungeimpfte oder nicht vollständig Geimpfte künftig Corona-Tests selbst bezahlen sollen, ja meine Güte, da wird es genug Menschen geben, die sich das nicht so ohne weiteres leisten können. Denn so ein Test kostet, ja, ich sag mal, zwischen 20 und 40 Euro. Was passiert? Viele werden sich einfach gar nicht testen lassen und werden, obwohl sie es gar nicht möchten, im Grunde zur Gefahr für alle. Vielleicht haben sie Corona. Das würde bei einem Test ja rauskommen. Sie würden sich isolieren. Die meisten Menschen würden das aus vernünftigen Gründen sogar tun, um andere zu schützen. Aber sie wissen es nicht, weil sie dieses Geld für einen Test nicht haben. Für andere Dinge benötigen. Vielleicht für Lebensmittel, vielleicht für die Miete oder für was auch immer. Isolation, die damit einhergeht, von der Spaltung der Gesellschaft bis in die kleinste Zelle Familie hinein mal abgesehen, erhöht das Risiko, an Depressionen zu erkranken. Was wiederum bedeutet das? Krankenkosten. Auf die Kassen kommen Kosten zu, die wahrscheinlich bei weitem höher sind als für einen Corona-Test. Und machen wir uns nichts vor, das Ganze mit bezahlten Tests, spricht man davon, soll ab Mitte Oktober losgehen. Die Zeit des Herbst und Winters ist aber auch die Zeit, in der die Suizidgefahr aufgrund von Depressionen steigt. Was wir uns damit alles an den Hals holen, wage ich gar nicht im Einzelnen mir zu überlegen. Ich weiß nur, dass dieses Risiko größer ist im Herbst und Winter, wenn die Sonneneinstrahlung zurückgeht und die Stimmungen generell ein bisschen niedriger sind als im Frühjahr oder Sommer. Also muss ich auswandern, um frei leben zu können? Nein, das war ein Scherz. Aber das sind so Dinge, die mir durch den Kopf gehen. Auch wenn ich davon ausgehe, dass es genug vernünftige Leute in der Politik gibt, die all diese Dinge in Ruhe durchdenken und zu klugen Entscheidungen kommen, sodass 2G vielleicht nur ein Versuch in Hamburg bleibt und nicht auf das gesamte Bundesgebiet ausgedehnt wird, ist es ja vielleicht doch eine gute Idee, im Vorfeld schon mal einen Plan B zu haben. Mein Plan B zum Beispiel bei mieser Stimmung ist rausgehen, raus in die Natur, an die frische Luft, wandern. Zusammen mit Freunden. An der frischen Luft kann ja sowieso nichts passieren. Also da ist es wurscht, ob einer geimpft, genesen oder nur getestet ist. Das ist eine Möglichkeit. Ich selbst bin seit 25 Jahren selbstständig und mir ging so durch den Kopf, was würde ich machen, wenn ich einen Frisiersalon hätte oder eine Gaststätte oder ein Kino betreiben würde? Vielleicht, je nachdem, wie meine Klientel ist, wie meine Kundschaft ist, wenn die überwiegend zu dem Teil gehört, die getestet sind,
dann kann ich doch möglicherweise Special-Angebote für Getestete machen. Damit halt, hole ich sie ran, statt sie fernzuhalten. Nur so ein Gedanke. Also, ich hoffe, es wird die Suppe nicht so heiß gelöffelt, wie sie gekocht wird. Und es gibt kluge Leute, die die Regeln machen. In der Hoffnung, dass uns im Zusammenhang mit Corona nicht noch dramatische Entwicklungen erwarten, möchte ich es zu diesem Thema eigentlich mit dem Video heute, mit dem dritten zum Thema, bewenden lassen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du gesund durch die Zukunft kommst, dass du fröhlich bleibst, egal wie dein Umfeld auch sich gestalten mag. Jeder, jede kann eine Menge dafür selbst tun, um guter Stimmung zu bleiben. Denn das ist etwas, Humor und gute Stimmung, was ich auch in mir erzeugen kann. Überleg dir einfach, was dir gut tut und tu es. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Schauen bis hierher. Freue mich über einen Daumen nach oben, wenn es dir gefallen hat. Und bis zum nächsten Video zu einem anderen Thema. Tschüss.